Beginnen wir diese Segensfeier im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, Elli, herzlichen Dank für die Einladung und herzlich willkommen zu dieser kleinen Feier. Ich weiß nicht, wie oft das in Kaltensundheim vorkommt. Multisprachlich, multiethnisch, multikulturell, multireligiös. Also das, da können wir uns schon was drauf einbilden hier. Aber im Grunde geht es in erster Linie auch ein Stück weit um den guten Geist, um den Spirit. Also wenn man hier so sieht, mit Kerzen, mit allem drum und dran, ein bisschen Asien, ein bisschen Thailand, die freundliche Dame hier aus Korea ist auch mit dabei, also von allem. Aber es geht um einen guten Geist, der herrschen soll und letztendlich auch Segen heißt ja auch, Gottes guten Geist herabzurufen auf diese Räumlichkeiten und die bösen Geister nach Möglichkeit zu vertreiben. Nicht viel mehr oder weniger wollen wir tun. Ich musste eben schon schmunzeln beim Eingangslied. Ich weiß, wir sind hier in Thüringen, gar keine Frage. Ich habe vor vielen Jahren mal jemanden aus Kaltennordheim kennengelernt. Seitdem weiß ich zumindest, wo es ist. Und, aber ich habe eben schmunzeln müssen beim Eingangslied, denn da ist ein Y vergessen worden. Und dann heißt es dann in der dritten Zeile schon, Today will be a joy Fulda. Ja, aber das ist eine kleine freudsche Fehlleistung, aber es ist doch dann schön, dass es so ist. Wahrscheinlich wechselt man. Genau, das war mit Absicht gemacht. Ja. Ja, wir wollen um den Segen bitten. Ich weiß jetzt nicht, wie Elli sich das vorgestellt hat. Ich muss mit ihr durch alle Räume gehen und segnen. Ich weiß nicht, ob Sie sich dann gleich mit anschließen. Dann haben wir nämlich eine Hausbesichtigung gleich mitgemacht bei der ganzen Gelegenheit und kommen dann anschließend nach dem Segen wieder hierher zusammen zum Abschluss dieser ganzen Geschichte. Und zum zweiten Lied, zum Abschlusslied und natürlich dann zum gemütlichen Beisammensein. Beginnen wir. Gepriesen bist du, Gott, allmächtiger Vater, für uns und zu unserem Heil hast du deinen Sohn in diese Welt gesandt. Wir loben dich, wir preisen dich. Gepriesen bist du, Gott, eingeborener Sohn, du hast die Mühen unseres Lebens auf dich genommen. Wir loben dich, wir preisen dich. Gepriesen bist du, Gott, heiliger Geist, du stärkst uns gebrechliche Menschen mit deiner Kraft. Wir loben dich, wir preisen dich. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, Anfang, so jetzt und alle Zeit, Amen. Lasset uns bieten. Herr Jesus Christus, du hast dich in deinem Erdenleben der Kranken angenommen, ihnen die Hände aufgelegt und sie geheilt. Wir bitten dich um deinen Segen für diese Praxis, damit hier in deinem Geist den Kranken und den müden Menschen geholfen wird. Segne alle, die im Dienst der Menschen stehen, damit sie ihre Aufgaben pflichtbewusst und hilfsbereit erfüllen und vor Unfall und Missgeschick bewahrt werden. Dir, dem Freund der Menschen, gebührt Herrlichkeit und Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Jetzt machen wir erstmal die Runde. Keine Angst, wenn Sie nass werden sollen, Sie sind damit nicht automatisch getauft. So, führst du an? Ja, kennst du dich aus hier? Hallo. Singen wir mal später. Hey. Geh voraus. Wird das in Hilders so ähnlich aussehen wie hier? So, von so, ja, so, 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 so
ähnlich wahrscheinlich. Ja, genau. Haben wir alles? Ja. Einmal die Runde. Gut. Schenke den Menschen, die hier Hilfe suchen, Linderung ihrer Schmerzen und Heilung ihrer Krankheit. Wir bitten dich, erhöre uns. Segne alles, was in der Welt geschieht, um kranken Menschen zu helfen. Wir bitten dich, erhöre uns. Sei den Menschen nahe, um die sich niemand kümmert. Wir bitten dich, erhöre uns. Und jetzt wird es die Herausforderung, beten wir gemeinsam, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat, beten wir gemeinsam, aber jeder in seiner Sprache, wenn er mag. Also ihr könnt das Vaterunser auch gerne auf Tagalog beten. Ja. Und ich mache derweil die zweite Stimme auf Deutsch. Wir singen dann auch? Nein, wollt ihr singen? Ja. Dann können wir auf Deutsch nicht mehr beten. Ja, ja, ja. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Reich kommen. Wir nehmen es so, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, steh uns bei, Herr unser Gott, und lass uns deine Hilfe erfahren. Wir rühmen dich als unseren Schöpfer und als den Lenker unseres Lebens. Erneuere in uns, was du geschaffen, und erhalte, was du erneuert hast. Darum bitten wir. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe alle Zeit bei euch. Amen. Und dann singen wir das zweite Lied. Great.